alles, was uns, dir, mir, allen hilft, mehr verschiedene Blickwinkel zu integrieren bei diesem Selbstlernprozess, das ist es. Qigong ist eine Praxis, um Qi zu schulen, also die Wahrnehmung von Qi und dann irgendwann vielleicht das auch noch zu lenken, aber so wie es aussieht bei mir, das Wahrnehmen führt schon über die Jahre zum Lenken. Also es sei denn, man will irgendwas Abstruses erreichen. Aber selbst in Meditation ist ja belegt, ne? Also es ist wissenschaftlich belegt, dass es die Enden der Telomere wieder aufbaut, also quasi das, den Alterungsprozess physiologisch rückbaut, ne? Und man merkt das. Ne? Also diese Entspannung, diese Übung mit Meditation zusammen lassen einen gesünder werden. Also physiologisch und geistig. Wirklich, wirklich. Mach ja jetzt, also ich müsste ja Werbung machen, aber es ist das, was ich feststelle, was ich bei anderen sehe, kann ich nur erzählen, auch wenn es merkwürdig klingt, aber es gibt viele wissenschaftliche Belege, dass das so ist. Wäre schön. Also die Krankenkasse bezahlt sowas ja schon. Also von daher, wir sind hier schon aus dem esoterisch, muss man glauben. Klappt. Klappt. Ist so. Pipa spielen. Ja, einfach so, wie es jetzt geht. Ich mache da jetzt keine besondere Geschichte. Ich habe überlegt, die Arme gesondert zu machen. Machen wir schon noch, aber nicht heute. Glaube ich nicht. Okay, wir waren bei der letzten Kniestreif-Geschichte. Wichtig, wie gesagt, vom letzten Stream ist dieser halbe Schritt, das Gewichten mit der Hüfte nach rechts, dieses Verdrehen der Arme machen wir mal anders. Also, dass ihr mit dem Oberkörper tendenziell mehr nach vorne ausgerichtet seid und weil das Gewicht jetzt im rechten Bein ist, sollte die Hüfte wirklich nach da zeigen. Das hier ist halt die, das hier ist die, diese vorne Ausrichtung ist schon Kampfsport, muss man sich nicht zu stark vor Augen führen. Aber zumindest ist es dann eher einsichtig, dass man trotzdem nach vorne ausgerichtet bleibt und mit dem Gewicht aber hinten in dem Bein, das ist wieder Physiologie, dass das Knie nicht verdreht ist. Und in anderthalb Monaten geht es weiter. All diese verdrehten Formen in der Tai Chi 24er Peking Form sind immer so, dass das anschließende quasi wie aufgezogenes Gummiband diese Vertwistung von selber wieder löst. Also das Momentum dafür kommt durch diese Aufspannung und dann kommt das hinterher. Da wird immer klarer, dass man zwar diese Armbewegung lernen muss, aber das meiste findet hier unten statt und bringt meiner Ansicht nach auch am meisten, auch wegen der Wahrnehmung auf diesen Unterbauchbereich. Unteres Dantien, Hara. Nochmal, wie ihr mitkommt. Deswegen, halber Schritt, rechte Körperhälfte wird weich, ein bisschen entspannter halt, dann wird der Schritt kürzer. Ich gewichte nach hinten, die Hüfte dreht, die Arme kommen in Bewegung, in so Halbkreisbögen und im letzten Moment stelle ich noch den Hacken auf. Ja. Ich mache das nochmal nach vorne. Halber Schritt. Und nochmal von der anderen Seite. Hier wirklich nach unten weiter entspannen, halber Schritt.
nach hinten gewichten, hacken. Ich würde fast sagen, das war's. Also wir haben letztes Mal die Fuß- und Beinbewegung hergeleitet. Die Session ist noch auf Twitch und die kommt am Montag um 18.30 Uhr geschnitten auf YouTube raus. Von daher könnt ihr das nachgucken. Mal doch noch mal die Armbewegung. Langsam nach vorne, Ende Kniestreifen. Die halber Schritt, schon beide Arme kommen in Bewegung. Also hier hat er gelöst, hier nickt die Hand schon ein bisschen. Beim Gewichten der Hüfte nach hinten kommen beide Hände in Bewegung. Also gegenläufige Halbkreise und im letzten Moment entwickelt sich das A und ich stelle den Hacken auf. Na, Schnappschüsse zum Üben. Vielleicht, den kennt ihr. Der halbe Schritt ist sowas. Ich bin noch vorne im Gewicht, linkes Bein. Beide Hände sind schon ein bisschen näher zusammen. Ein Schnappschuss ist auch gut zum Entspannen. Nächster Schnappschuss ist nach hinten gewichtet. Das ist schon ein halbes A. Dann geht diese gegenläufige Handbewegung unter. Das ist ein Schnappschuss. Und dann letztens ist die Hackenstellung und das vollendete A. Beide Male sind wir hinten rechts gewichtet. Aber beim vollendeten A kann man sich noch merken, den Oberkörper zur Fußspitze des linken Beins ausgerichtet zu lassen und die Hüfte tendenziell oder so gut es geht, sitzend, untere Hüfte nach vorne, tendenziell zur Fußspitze des rechten Fußes ausgerichtet. Ist noch genug Zeit. Also nochmal Schnappschuss. Halber Schritt Schnappschuss. Ist schon nach hinten ausgerichtet mit dem Gewicht. Hände kommen in Bewegung. Und aufstellen. Nochmal, ich glaube, einer der Schnappschüsse war nicht so hübsch. Den kennen wir. Halber Schritt. Ich bin vorne mit dem Gewicht, also vorne links, linkes Standbein ist mein Gewicht jetzt. Jetzt mit der Handbewegung komme ich hier an und eigentlich geht in der Bewegung gleich die Hackenstellung los. Deswegen haben wir da nicht so viele Schnappschüsse. Ich möchte das genau machen jetzt. Halber Schritt. Beide Hände sind nickend, wenn man das so nennen kann. Und hier lohnt sich kein Schnappschuss leider. Das ist eine Gewichtung nach hier vorne ausgerichtet und der Hacken stellt sich auf. Okay, das müssen wir nochmal genauer auflösen, dass man das nochmal lernt. Macht es erstmal so nach. Das ist ja auch die Entwicklung, dass man immer feiner wird, immer mehr wahrnimmt. Deswegen macht euch da nicht so viele Gedanken, ob ihr jetzt was falsch lernt. Das einzige Falschlernen ist, wenn euch was wehtut oder ihr Spannung verspürt. Das ist falsch. Dann achtet da drauf, achtet nicht mehr auf die formale Form, sondern achtet darauf, dass es eurem Körper nach und nach besser geht. Das ist wichtiger. Also Körperwahrnehmung. Man ist immer so schnell dabei und möchte diese Formen können. Ist verständlich, aber wir haben da ewig für Zeit. Wofür wir keine Zeit haben, ist, wenn wir unseren Körper fehlbenutzen.
Da sollten wir schnell, freundlich, aufmerksam und gelassen mit unserem Körper sein. Ja? Ist, glaube ich, verständlich, aber ich weiß, es ist schwer. Ja? Unseren Affengeist, der will immer neu, neu, neu. Ja? Immer neu. Das ist einer der Gründe, warum ich sage, Meditation gehört dazu. Ja, weil diese fünf Hindernisse bei sich selber festzustellen, ist halt ziemlich wichtig. Ja. 5 Minuten heute und dann 20 Minuten gemeinsam in Stille rumsitzen. Ich mache da keine große Anleitung. Das hat auch einen Sinn. Ne? Da kann ich noch kurz erzählen, auch wenn wir schon über die Zeit sind. Also ich mache das einmal, weil das in eurem eigenen Fortschritt der nächste Schritt ist, in Stille zu sitzen und darauf zu achten, was eurem eigenen inneren Lächeln quasi im Wege steht und daran zu lernen. Zweitens, weil angeführte Meditationen gibt es umsonst im Internet, in Apps, super gut. Das muss ich nicht versuchen zu toppen. Wäre für mich auf meinem Weg jetzt auch verkehrt. Also jetzt mich in diese Position zu begeben, euch da angeleitete Sachen vorzubeten, ist also für mich nicht der richtige Weg. Ihr könnt euch das, wie gesagt, wirklich preiswert bis umsonst im Internet ranschaffen. Das ging vor Smartphone eben gar nicht so einfach. Deswegen kann ich euch das nur empfehlen. Testet verschiedene aus. Ja, damit ihr ein bisschen breite Basis kriegt, besucht Kurse, die von den Krankenkassen bezahlt werden. Mindfulness, Achtsamkeit, autogenes Training, Vipassana und MBSR-Kurse werden anteilig bezahlt von den Krankenkassen, zumindest in Deutschland. Ich glaube in Schweiz und Österreich auch. Weiß ich nicht genau, aber ich glaube, sowas gesehen zu haben. Das ist Nummer 2. Und Nummer 3 ist, wenn ich nur ein Thema vorher habe, das uns quasi alle berührt, egal welche Konfession oder keine Konfession, ist es nett, den Geist und den Körper zur Ruhe kommen zu lassen über das Thema in Stille, ermöglicht jedem und jeder seine eigene Praxis zu machen. Also wenn ich jemanden habe, der beten möchte oder ein Mantra in Stille rezitieren, dann kann der das machen. Und wenn ich den angeleitet andauernd zum See des Erholens führe oder sowas, dann kann der das nicht. Oder die. Von daher ist das dann auch, dadurch, dass die 20 Minuten frei sind, ist es auch frei, aus welcher Tradition ihr kommt. Das war mir wichtig, so dass wir hier auf der Wiese wirklich ein konfessionsfreies, stilles Rumsitzen machen können. Das ist jetzt noch nicht so weit, dass hier hunderte von Leuten aller Konfessionen und Nicht-Konfessionen zusammen nett und freundlich zusammen sitzen. Das wäre aber für mich das Ziel. Ja. Würde mich freuen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und wirklich, wirklich Körperwahrnehmung, Entspannung, Entwickeln des inneren Lächelns. Kein Haifischlächeln, muss von innen kommen. Ne? Öffnen des Herzens und so weiter.